Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, wir reden in den letzten Wochen immer wieder mal auch über die Bewusstseinsforschung, über die Quantenphysik, über die Epigenetik. Das hatte ich auch schon dieses Wort hier gehört, aber noch nicht sind wir da detailliert reingegangen, inwiefern Epigenetik wichtig ist, auch in Bezug auf Geistheilung, auf die Bewusstseinsforschung, wie man über das Bewusstsein unseren Körper beeinflussen oder positiv verändern kann. Das ist das Thema der heutigen Sendung, wo ich den Dr. André Peter nochmals einladen durfte. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. André Peter. Danke, dass du da bist. Danke, ebenfalls. Ja, Epigenetik, wieder so ein schönes neues Wort, was in den letzten Jahren sich verbreitet hat. Kannst du uns mal erklären, was bedeutet Epigenetik? Ja, also das Wort an sich mal, Epi, das heißt ja über jenseits von Genetik. Das ist also das, was sich mit dem beschäftigt, mit dem sich die Genetik eben noch nicht beschäftigt hat. Also Zustände, die jenseits der normalen Vererbungslehre und so weiter existieren. Ein Papst der Epigenetik ist Bruce Lipton. Mhm. Lipton wie der Tee. Ja, Bruce okay. Lipton. Ja. Er hat auch einen Preis erhalten für seine Fähigkeit, komplexe Vorgänge, die schwer zu verstehen sind, in einfacher Art darstellen zu können, so dass jedermann auch ohne Universitätsstudium ohne weiteres begreift, worum es geht. Er hat ein Buch geschrieben, unter anderem Intelligente Zellen. Das ist ein außerordentlich lesenswertes Buch. Es gibt es auch als Video. Gibt es das, kann ich jedermann empfehlen, sich da zu orientieren. Er sagt, wirklich zu lesen. Gut, worum geht es bei der Epigenetik? Um das, was eben über die Genetik, die normale, hinausgeht. Wir sagen immer, wir haben ein Gen. Wenn dieses Gen gesund ist, wird es auch in der Nachkommenschaft wieder gesund sein, hat diese und diese Funktion. Wenn es krank ist, dann wird auch die Nachkommenschaft krank sein. Und die Epigenetik zeigt nun eben, dass das nicht richtig ist. Es gibt Möglichkeiten für den Körper, Gene, die krankhaft sind, nicht mehr zu lesen. Und entsprechend wirkt sich das dann nicht mehr aus in der Nachkommenschaft. Bruce Lipton hat einen Versuch gemacht mit Agouti-Mäusen, das sind so Nagetiere, Zentralamerika. Da war eine Maus, viel zu fett, viel zu groß, falsche Fellfarbe und der Schwanz war auch irgendwie verkrümmt. Genetische Fehler. Und diese Maus wurde schwanger und man hat dann mit drei Substanzen Einfluss genommen. Nun auf das Genom. Und hat dann festgestellt, dass das Baby, das da zur Welt kam, war eine völlig normale Agouti-Maus. Fellfarbe in Ordnung, Zucker hatte das Muttertier auch noch, keinen Zucker, nichts, war alles weg. Obwohl, wenn man das Genom untersucht hat, hat man gefunden, die Gene waren genau dieselben, genau die gleichen Krankengene wie beim Elterntier, nur hat sich das nicht mehr ausgewirkt. Das verstehe ich nicht. Darauf gekommen, dass es nicht einfach an den Genen hängen kann, wie sich ein Organismus entwickelt. Aber das ist ja das, was wir immer wieder sagen, ach, das sind Gene schuld, die Gene schuld, das ist gar nicht. Ja, das ist nur bedingt richtig. Natürlich ist die ganze alte Genetik nicht außer Kraft gesetzt, aber sie muss halt eben ein bisschen modifiziert werden. Nicht? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir sind in der Epigenetik drin. Ja, ja. Mit diesen Mäusen, die DNA. Gut, die wichtigste Idee ist eigentlich, Bruce Lipton sagt, nicht die Zelle ist das Wesentliche, sondern das Umfeld. Und das sieht man auch bei Stammzellen zum Beispiel. Wenn ich Stammzellen habe, in denen ja eigentlich die ganze Entwicklungsgeschichte eines Wesens drin ist bereits, nicht? Wenn ich die in verschiedene Umgebung bringe, dann gibt es verschiedene Ausformungen davon. Also wenn ich zum Beispiel eine Stammzelle in ein Muskelumfeld bringe, wird eine Muskelzelle daraus. Wenn ich es in ein Nervenumfeld bringe, wird eine Nervenzelle und so weiter. Im Fett wird es eine Fettzelle. Das heißt, das Umfeld bestimmt eigentlich, was aus der einzelnen Zelle nachher wird. Also machen wir das Mäuseexperiment nochmal. Also was hatten dann die da gespritzt? Irgendwie ein anderes Umfeld in eine Zelle, die eine Information hat von einem braunen Fell. Ja, man hat das Umfeld verändert und dann hat sich das Fell verändert. Ja,
Ja. Also die drei chemischen Substanzen, die man da gegeben hat, hatten zur Folge, dass die Gene, die für die Defekte des Lebewesens wesentlich sind, dass die nicht mehr gelesen wurden vom Körper. Wie ausgeschaltet, mehr oder weniger. Und entsprechend war die Maus dann eben gesund. Nicht? Jetzt wirklich überraschend. Ich höre diesen Spruch zwar immer wieder, dass das Milieu entscheidend ist und nicht das Innere. Das hört man aus anderen Richtungen ja auch. Was hat man aber aus diesen Forschungsarbeiten gelernt? Inwiefern ist das jetzt wichtig für uns? Es hat eigentlich das ganze Verständnis der Biologie ein bisschen verändert. Früher hatte man gedacht, der Zellkern ist das Wesentlichste in einer Zelle. Der Zellkern entspricht dem Fortpflanzungsorgan, den Gonaden. Das Hirn der Zelle ist die Zellmembran. Und diese Zellmembran nimmt von außen Einflüsse entgegen und reagiert entsprechend, das sind verschiedene Proteine, die verschieden angeordnet sind, reagiert auf das Signal, das von außen kommt, nimmt es eben entweder auf oder lehnt es ab. Das wird gesteuert von der Zellmembran. Und deshalb hat man in der heutigen Medizin auch begonnen, der Zellmembran einen viel höheren Stellenwert zuzuschreiben, als das früher war, als das früher der Fall war. Also da hat die Epigenetik die heutige Medizin schon sehr verändert. Man versucht nun in der Forschung der Epigenetik Mittel und Wege zu finden für einzelne Krankheitsbilder, womit, mit welchen Substanzen oder mit welchen, sagen wir, Energieformen auch, kann ich bewirken, dass eine Veränderung stattfindet, sodass ein krankes Gen nicht mehr als krankes Gen gelesen wird. Wenn ich jetzt auf die Naturmedizin komme, wo man sieht, zum Beispiel, man hat einen kranken Menschen, der isst immer wieder sehr viel Kohlenhydrat, falsche Fette und so weiter, und der macht eine Ernährungsumstellung, dann hat er eigentlich ja physikalisch ein anderes Milieu geschaffen. Das ist richtig. Ist das auch eine Form von Epigenetik, dass man ein anderes Milieu schafft durch eine Ernährungsumstellung? Ja, darum geht es. Ein anderes Umfeld zu schaffen, das dann eben weitere Entwicklungsmöglichkeiten zulässt. Also selbst das Umfeld eines Patienten, dass man sagt auch immer, das Umfeld, wo der Patient krank geworden ist, kann selten das Umfeld sein, wo er gesund wird. Das heißt, man nimmt den Patient raus und nimmt ihn an einen anderen Ort. Und dann geht es ihm besser. Das ist ja auch schon eine Art von Epigenetik. Ja, selbstverständlich. Ach, ja, darum so. Geht's. Ja. Selbstverständlich. Ja. Darum geht es, dass man das Umfeld verändert. Wobei das Beispiel, das du gebracht hast mit der Ernährungsumstellung, ja, es gibt ja leider etwa so viele Ernährungstherapeuten, wie es Menschen gibt. Also das heißt, wenn ich einfach sage, zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate, das ist schlecht. Das ist ein zu generalisiertes Urteil. Das trifft nun einfach nicht für jedermann zu. Ich kenne einen Arzt in Konstanz, der isst zum Beispiel jeden Morgen 4 Eier. Die Cholesterin-Propheten, die verwerfen natürlich die Hände und sagen, um Gottes Willen, der ist aber bestens gesund. Klar. Und er weiß sehr genau, was er macht, auch warum er das macht. Nicht? Also, es ist immer, es geht um Energien bei der Epigenetik. Ich muss eine andere Energieform bringen, also eine andere Schwingung erzeugen können, und dann reagiert mein Körper darauf. Wenn ich nun einfach eine Essensumstellung mache, es ist nicht gesagt, dass das eine Verbesserung bringt. Ich muss mit dem Kopf, mit Gedankenenergien, mit Bewusstsein, muss ich dann eben auch eingreifen, dass das passiert. Wenn ich Diät mache und eigentlich überhaupt nicht davon überzeugt bin, dann lasse ich es lieber bleiben, das wird nichts bringen. Nicht wahr? Wenn ich aber sicher bin, oh, ja natürlich, ja, das muss so sein, wenn ich das esse, dann geht es mir gut, dann geht es mir auch wieder gut. Aber also, eben, es geht auch in Richtung Placebo wieder. Nicht? Also auch unsere geistige Veränderung der Denkweise ist eigentlich eine Art von Epigenetik. Genau das, ja genau das. Und eigentlich ein sehr viel stärkeres Feld wahrscheinlich als die geistige Ebene, als die körperliche. So ist das. Der geistige Ebene ist der Hintergrund und der Körper ist nur die Manifestation dessen, was im Hintergrund eigentlich passiert. Also in der Forschung wird jetzt gearbeitet in der Epigenetik, indem man halt mit Sachen spritzt und versucht, ein Milieu zu verändern. Richtig. Das ist die eine Seite der Medaille. Und wie du mir erklärt hattest, auch in der Quantenphysik, jetzt kann man die Epigenetik auch auf die geistige Ebene nehmen und
und eine Milieuveränderung machen über den Kopf, über die Denkweise. Sicher, ja. Habe ich das jetzt verstanden? Ja. Darum geht es. Es geht darum, andere Energieformen wirken zu lassen, nicht wahr? Da, und Energie, das kann alles möglich sein, können Chemikalien sein, kann irgendetwas sein. Und da ist man eben am Forschen für einzelne Krankheitsbilder. Was müssen wir da verändern im Milieu, im Umfeld, damit sich die Krankheit nicht mehr, damit sie nicht mehr zum Ausdruck kommt, nicht? Damit sie sozusagen abgestellt ist, nicht? Mhm. Abgeschaltet ist. Nicht? Mhm. Jetzt habe ich auch schon Ärzte hier gehabt, die haben mir zum Beispiel gesagt, nimm mir ein kleines faktisches Beispiel, eine Frau hat Brustkrebs. Ja. Die sagen mir auch immer wieder, es ist körperlich ein Symptom, aber die Ursache ist eigentlich eine Information, ein Verhalten, eine geistige Komponente. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie gesagt haben. Und hier könnte man jetzt eigentlich über den Geist dieses Problem... Richtig, ja, richtig. Ja. Und das ist eigentlich das, was du betreibst. Ja, ja, so. Gerade das Thema Krebs ist in der Richtung sehr interessant, weil eben Krebskranke haben ein ganz bestimmtes Konzept von sich selbst, nicht wahr? Wie sind sie da hineingekommen? Auch die Medizin ist eigentlich sich einig darin, dass Krebs immer irgendwo einen psychischen Hintergrund hat, nicht wahr? Wo der genau liegt, das wäre schön, wenn man das genau wissen würde. Aber eine Frau, die Brustkrebs hat zum Beispiel, einfach die Brust amputieren. Ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist, weil das ist reine Symptombekämpfung. Die Ursache, warum es zu diesem Brustkrebs gekommen ist, wird er damit überhaupt nicht behandelt. Nicht? Mhm. Und es ist also anzunehmen, und leider zeigt sich das ja auch oft immer wieder, dass auch wenn die Brust abgenommen wurde, nachher das Krebsgeschehen nicht unterbunden ist. Es geht dann trotzdem weiter, nicht? Weil man eben nicht an der Ursache gearbeitet hat. Wobei, das ist natürlich... schnell gesagt, wir sind alle keine Hellseher und auch die Medizin selbstverständlich nicht. Es wäre selbstverständlich schön, wenn man immer genau wüsste, was hat zu diesem Krankheitsbild geführt. Dann könnte man sinnvoller eingreifen. Mhm. Nicht? Wobei, wir reden da immer wieder ein bisschen sehr auf der materiellen Ebene. Da hat es eben im Hintergrund noch ganz andere Dinge, die Einfluss nehmen, auf die wir eigentlich normalerweise keinen Zugriff haben, mhm. auf die wir nur eben Zugriff haben mit anderen Energien, mhm. höheren Energieformen, mhm. die aus einer Ebene höher kommen, mhm. aus der Ebene der Schöpferebene, wie immer man das nennen will. Aber ich glaube, ich habe in den letzten 2-3 Minuten etwas verstanden. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben ja die Quantenphysik und wir haben dort ja diese sogenannten Beobachtereffekt. Das heißt, wir können tatsächlich durch die Veränderung eines Blickwinkels die physikalische Tatsache in eine andere physikalische Tatsache verändern. Und jetzt kommt die Epigenetik noch, wo man ganz klar sagt, wenn ja dieses Gedankengut verschoben wird, verändere ich ja das Milieu. Die Ursache, das Problem ist nicht da drin im Zell, sondern es ist im Milieu. Und jetzt da passt das so perfekt zusammen, oder? Die Quantenphysik und die Epigenetik. Ja, selbstverständlich, ja, die ergänzen sich selbstverständlich, ja. Und diese zwei Komponenten machst jetzt du zum Beispiel bei deinen Therapien im Appenzell im Bereich von Unterstützung der geistigen Komponenten. Du lernst den Patienten, deinen Kunden explizit mit ihrer eigenen Quantenphysik und Epigenetik zu arbeiten. Ja, das wäre der Wunsch. Ob da, wie weit das geht, ist ja immer abhängig von meinem Gegenüber auch. Mhm. Ich weiß eigentlich bei jedem Menschen, der reinkommt bei mir in der Praxis, weiß ich eigentlich sofort, mit wem ich reden kann über solche Dinge und mit wem nicht. Und wenn ich eben merke, da, also ich kann mich mit ihm über Worte nicht verständigen, dann halte ich eben die Klappe und arbeite einfach als Geistheiler. Und wie ist dann der Erfolg? Viel kleiner, als wenn der Patient mitarbeitet? Überhaupt nicht, nein, also gar nein, nein, überhaupt nicht. Eben, weil da sind wir auf einer anderen Ebene beim geistigen Heil, nicht? Mhm. Wir, das ist Verstand, Akrobatik, was wir hier betreiben, Annäherung an gewisse Wahrheiten durch Modellvorstellungen, aber das ist immer noch sehr beschränkt. Das sind dann einfach einzelne Blickwinkel, nicht wahr? Mhm. Und das Heilen übersteigt das selbstverständlich. Da passiert etwas, was eben auf einer höheren Ebene eigentlich stattfindet, nicht auf dieser Vernunftsebene. Nicht? Jetzt haben wir vorhin diese zwei Wörter gewählt. Eigentlich kommt mir noch das dritte in den Sinn, wo ja eigentlich hier fantastisch auch noch reinpasst. Eigentlich der Placebo.
der gewünschte Placebo. Und ich meine, wir wissen ja, wie wir den Placebo effektiv bewusst verändern können. Wahrscheinlich eben wieder über die Quantenphysik verändern, wie das die Epigenetik. Hey, ich lerne was. was im Hintergrund abläuft, ja, da ist man am Spekulieren. Gibt es Modellvorstellungen, selbstverständlich. Wissen wir aber nicht so ganz genau, was da abläuft. Aber selbstverständlich hängt das alles zusammen. Und die heutige Wissenschaft bringt nun eben eigentlich Lösungsmöglichkeiten, Ansätze, um zu begreifen, wie das alles zusammenhängt. Dass man eben auch begreifen kann, dass so etwas wie geistiges Heilen nicht einfach ein Hirngespinst ist, sondern dass da offensichtlich etwas stattfindet, was man auch mit der neuesten Wissenschaft eigentlich ein bisschen untermauern kann. Ja, das verstehe ich. Und trotzdem ist dieses Image aber da. Selbstverständlich. Irgendwoher ist das gekommen? Vielleicht bewusste Diskreditierung? Keine Ahnung. Oder gibt es einfach zu viel Scharlatanerien auch auf dem Markt? Ich meine, das hat mit der ganzen Menschheitsgeschichte und mit der Entwicklung unserer Kultur zu tun. Es gab mal die Zeit der Aufklärung. Cogito ergo sum, Descartes. Ich denke, darum bin ich. Ja. Und da wurde eigentlich so und so vieles ausgeräumt, was vorher existiert hat. Man muss sich bewusst sein, in Spanien war bis zum 18. Jahrhundert Astrologie, nicht Astronomie, ein Universitätsfach. Nicht? Das ist schon im Zuge der Aufklärung ist das alles ausgeräumt worden. Kann nicht mehr sein, gibt es nur noch eines, die Ratio, der Verstand. Nun, es gibt genügend Philosophen, die das sehr schnell hinterschaut haben. Pascal, der französische Philosoph, sagt, «Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas.» Das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt. Gibt also da ein anderes Spektrum, nicht einfach nur die Ratio, sondern, und das zeigt auch die neueste Forschung, das Herz ist wichtig dabei. Ja. Mikrofon, ja? Ja, Mikrofon. Genau. Das Herz ist wichtig dabei. Man hat festgestellt, bevor ein Gedanke entsteht, Millisekunden vorher, kommt ein Impuls vom Herzen her und der ist um 60-fache stärker als das, was nachher der Gedankenimpuls ist. Deshalb hat Heilen auch mit dem Herzen zu tun, nicht mit dem Verstand. Ich kann über den Verstand heilen, aber die Wirkung wird nicht dieselbe sein, wie wenn ich aus dem Herzen heraus heile. Nicht? Das ist eigentlich das Organ, das führend ist beim Heilen. Das heißt, du brauchst eine unglaubliche Empathie zu dem Patienten, damit du wirklich aus dem Herz heraus diese Energie verbinden kannst. Richtig, richtig. Es braucht, und da sind wir bei Joe Dispenza, wann wirkt sich etwas aus? Nicht nur, wenn ich einen Gedanken habe, sondern erst, wenn der wieder verbunden wird, auch mit dem limbischen System, mit den Emotionen. Erst dann passiert etwas. Nicht? Das gibt auch das Superlearning, das ja in der Richtung auch funktioniert. Da wird ein Gegenstand gelehrt, indem man Konzertsitzungen hat. Man hat Bewegungsabläufe, die integriert werden, damit der Lernstoff besser übertragen wird. Und das Resultat davon, normalerweise vergisst man 80% von dem, was man gelernt hat. Und mit dem Superlearning, also der Lozanov-Methode, die eigentlich im Hintergrund steht, behält man 80% und vergisst nur noch 20%. Nicht? Mhm. Also da ist eine enorme Einflussnahme möglich. Nicht? Wenn ich jetzt mich so ein bisschen fokussiere auf die ganze Bewusstseinsforschung und was jetzt schon alles läuft, was meinst du, wohin geht die Reise so in den nächsten Jahren? Was kommt da auf uns zu an neuen Medizinern? Ja, ich denke schon, dass also in der Richtung sehr gearbeitet wird, dass da Durchbrüche kommen, dass man dem einen ganz anderen Stellenwert gibt, als das bis heute der Fall ist. Wie weit das möglich ist, hängt immer davon ab, wie offen die Wissenschaft ist und wie offen, wie ehrlich sie sich gegen sich selbst gegenüber ist, wie sehr sie einsieht, dass hinter all diesen Lehrsätzen, die wir haben, das sind axiomatische Lehrsätze, die sind in einer ganz bestimmten Situation sind die richtig, aber nicht einfach allgemeingültig. Das vergisst man immer. Medizin, Lebertest, 6-7 lebenswichtige Funktionen werden untersucht. Wenn die in Ordnung sind, sagt man, die Leber ist gesund, da kommen Patienten zu mir, die sind gelb, da sieht ein kleines Kind, dass mit der Leber etwas nicht stimmt. Aber der Lebertest war in Ordnung, weil eben die lebenswichtigen Funktionen, die sind in Ordnung. Aber mehr bietet der Test nicht.
Das zeigt einfach, die lebenswichtigen Funktionen sind noch in Ordnung. Aber die Leber hat über 150 Funktionen. Was ist mit den anderen? Wenn die außer Rand und Band geraten, dann ist die Leber eben auch nicht mehr gesund. Verstehst du? Es ist eine Einengung meistens durch diese axiomatischen Vorgaben, die eigentlich nur für eine ganz bestimmte Situation gültig ist. Und die wird verallgemeinert, weil man ein bisschen vergisst, wie es entstanden ist überhaupt. Nicht? Und diese Beschränkung eigentlich, die haftet der Wissenschaft einfach an. Nicht? Man vergisst, woraus sind diese Lehrsätze entstanden und hat deshalb unglaublich Mühe, wenn man in neue Bereiche kommt, das wieder zu integrieren, das zu modifizieren. Wenn du schaust, Newton, Schwerkraft, Gravitationsgesetz, ja, als man in den elektromagnetischen Bereich kam, hat es fast 100 Jahre gebraucht, bis man merkte, Newton ist nicht außer Kraft, aber im elektromagnetischen Bereich muss das modifiziert werden. Dann stimmt alles wieder, dann geht alles auf. Aber das bedingt ein Umdenken. Jetzt, wie schnell sind wir im Umdenken? Wow. Geht ja leider auch um, sehr, sehr langsam. Sind ja auch noch wirtschaftliche Interessen da, ja, die Gruppierungen finanzieren, in Forschungsarbeiten finanzieren. Und dann ist vielleicht gerade diese geistige Komponente zu erforschen, vielleicht eher ein Randthema von Finanzierungsgeldern, oder? Es ist auch rein pragmatisch. Wie funktioniert Medizin? Es wird alles behandelt, was messen, quantifizierbar ist. Nicht? Und alle anderen Dinge, da hat man ja sowieso keine Messinstrumente, das lässt man ein bisschen außen vor. Nicht? Und das führt dann halt zu einem Zerrbild. Nicht? Meine abschließende Frage noch gerne, bitte an dich, André. Wenn ich in diesen Bereich von Informationen, von Quantenphysik, Epigenetik, Beobachtereffekt und so weiter, hast du da irgendwo eine Plattform, wo du weißt, da sollten die Leute mal hin, da können sie ganz vieles nachlesen? Also ich habe eine Webseite, die heißt peter-heiler.ch und da hat es sehr viel Material und auch weiterführende Hinweise, wo man weiterforschen kann. Also zum ganzen Thema eben Epigenetik, Quantenphysik und Geist, wie das zusammenhängt, habe ich eine PowerPoint-Präsentation auf dieser Webseite. Da kann man mal hineinschauen, dann weiß man einiges. Und da gebe ich ja laufend Hinweise auf Forschungsergebnisse und so weiter. Noch private Frage, praktizierst du nach wie vor? Ja, selbstverständlich. Was soll ich machen? Zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Mir gefällt, was ich mache. Ich mache es mit vom Herzen her. Und diese ganzen neuen wissenschaftlichen Modelle, und da hast du wahrscheinlich auch mit viel Freude darauf geschaut und gesehen, wow, jetzt kommt da eine Energie rein, ein Erklärungsmodell, was du tust, ein bisschen mehr erklären kann. Selbstverständlich. Ich war schon immer interessiert an den Naturwissenschaften und habe immer auch versucht, eben, was ich selbst da mache, irgendwo in Einklang zu bringen mit dem, was die Wissenschaft auch zu bieten hat. Und es ist eine Tatsache, dass die heutige moderne Physik, vor allem auch Astrophysik, was sich da tut, das kommt sehr, sehr nahe dem, was eigentlich in den mehr spirituellen Bereichen passiert. Ja, schnell leider als Esoterik abgestempelt wird, die Astrophysik interessiert mich brennend. Ich muss irgendwann mal einen Experte hier haben, um über dieses Thema zu reden. Das sind ja unglaubliche Gesetze im Großen wie im Kleinen und es spiegelt sich überall. Ja. Und wir müssen eben da auch einsehen, wir sind auf unsere drei Dimensionen beschränkt, plus Raumzeit. Modell, das, in dem wir leben. Und das ist nicht die höhere Wirklichkeit. Wenn ich rausschaue ins Weltall, dann wird sehr deutlich, dass sich da noch ein paar Dimensionen dazugesellen. Sonst kann ich nicht verstehen, was da abläuft. Zum Beispiel, ich schaue den Sternenhimmel an. Ich sehe ja einzelne Sterne. Eigentlich ist da Hochvakuum, nicht? Also das Licht, ob es nun Milliarden von Lichtjahren unterwegs ist oder nicht, kommt irgendwo mal an. Ich müsste also einen Lichterteppich sehen, sehe ich aber nicht. Warum? Eben, da kommen weitere Dimensionen ins Spiel, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Wenn du ein zweidimensionales Wesen bist, das nur Länge und Breite kennt, du bist auf einer Riesenkugel, dann bist du in der Unendlichkeit, scheint es dir. Nicht? Wo fängt das an? Wo hört es auf? Erst wenn du die dritte Dimension dazu nimmst, dann begreifst du, ach so, auch das, ein in sich geschlossenes System. Ja. Verstehst du? Und der Richtung geht das wohl. Mhm. Gut, das ist ganz klar, die Astrophysik arbeitet mit mehreren Dimensionen zusätzlich. Sonst kann man nicht mehr begreifen, was da außen sich präsentiert.
Du machst immer mehr Schatztruhen auf und hier müssen wir graben und Dinge rausholen und erklären. Ich möchte mich herzlich bedanken für diese heutige Sendung und dass ich heute wieder sehr vieles erfahren durfte, auch lernen durfte, die Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen durfte. Das war mir eine große Freude. Ich bin dir sehr dankbar, lieber André. Danke ebenfalls. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für mich kommt es ein bisschen vor, wie heute eine gewisse Vorlesung stattgefunden hat, wie an einer Universität. Wir haben heute was lernen dürfen. Ich hoffe, Sie auch. Und ich hoffe sehr, dass wir alle mit diesem Wissen etwas in die Welt hinaustragen, unser Verhalten ein bisschen anschauen, uns mit Epigenetik beschäftigen, Quantenphysik beschäftigen, mit dem Milieu beschäftigen. Denn im wahren Sinne ist Heilung darin möglich, wenn wir auch das Milieu betrachten und speziell auch diese beiden Dinge in unserem Geist mit einbeziehen. Korrekt? Super. Herzlichen Dank. Lieber André, alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf Wiedersehen miteinander.